Liebe Freunde, Udo Lindenberg fragt sich seit über 40 Jahren, wozu Kriege da sind. Wir haben seinen Sohn aufgetrieben. Er sitzt in den Schützengräben und ist ziemlich fertig. Keiner will sterben, das ist doch klar. So, wir sind bereit für die Reise in die Ewigkeit. Keiner will sterben, das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da? Udo, du fragst das seit über 40 Jahren. Warum kannst du's dann nicht wissen? Soll ich dir's mal erklären? Kein Staat will seine Macht verlieren über sein Volk und Kapital. Darum muss er gegen andere konkurrieren, muss betrügen und ermorden. Mach dir das mal klar. Dazu sind Kriege da. Udo, du wirst jetzt bald 80 Jahre alt. Doch paar wesentliche Sachen hast du immer noch nicht geschnallt. Brauchst du die Wahrheit? Brauchst du die überhaupt? Oder reicht's, wenn dir fast jeder und ziemlich alles glaubt? Warum musst du konkurrieren? Sag mir mal warum. Mit viel Kohle und mit Werbung haust du die Konkurrenten um. Du und die vielen anderen, ihr könntet Freunde sein. Doch bevor ihr euch kennenlernt, macht ihr euch kaputt. Tja, so läuft der Markt und darum muss das so sein. Hast du deinen Millionen Fans überall auf der Welt irgendwann mal was erzählt, warum's das gibt mit dem Geld, für das sich die Leute verhauen, denn sie müssen alles kaufen, sogar Respekt und ihre eleganten Frauen. Oder hattest du einfach keine Zeit, um genügend nachzudenken über Elend und über das allzu große Leid? Dafür gibt's nämlich Gründe, die völlig logisch sind. Ja, hoffentlich wirst du's noch verstehen, wozu Kriege nötig sind. Du bist doch nicht mehr klein. Du bist doch nicht ein Kind. Udo, und noch mal hier was in eigener Sache. Ich will das Wort Kapitalismus fast gar nicht aussprechen, weil du sprichst es ja auch nicht aus. Aber vielleicht reicht dir eine kleine logische Überlegung. Die Gier nach Geld ist unendlich, während der Mensch nach Essen und Wohnung gar nicht gierig sein kann.
Ich kann nicht mehr essen, als bis ich kotze, verstehst du? Und ich kann nicht mehr bewohnen, als wie ich bewirtschaften sauber machen kann. Und der Staat, der richtet eben solche Verhältnisse ein, verstehst du? Dass jeder gegen den anderen konkurrieren muss, um Geld. Um Geld. Wäre es nicht mal an der Zeit, über solche Verhältnisse nachzudenken, wo ab einem gewissen Profit, ab, was weiß ich, 300%, geht das Kapital über jede Leiche. Und der Staat auch, weil wir haben den Staat des Kapitals. Ich will jetzt keine Marx-Vorlesung für dich halten. Ich weiß auch nicht, ob du mit fast 80 Jahren dich überhaupt noch mal drauf einlassen willst, darüber nachzudenken. Aber es ist wirklich eine Schande, dass du mit fast 80 Jahren noch nicht drauf gekommen bist. Aber du hast ja nichts gegen den Staat. Oh, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die gefällt dir doch ganz gut. Ne? Kannst du gut leben von. Ja, ich gratuliere dir auch noch mal schön. Für die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hamburg, warum hast du die überhaupt bekommen? Du bist kein Rebell. Du bist vielleicht ein Rocker, ein Popper, irgend sowas. Aber nein, du lebst ganz gut. Also beklag dich nicht und erklär dir endlich mal ein paar Sachen. Udo, fast 80, eine Schande, dass du noch nicht drauf gekommen bist, was Kapitalismus heißt und dass du es deinen Fans auch niemals erklären willst. So, jetzt rauch deine nächste Zigarre. Ugh.